Der nächste Teil der Abschlussrunde wäre nochmal ein ganz kurzer Bericht aus den einzelnen Slots, die wir hatten. Da fällt mir zuerst am Samstagmorgen die allgemeine politische Lage mit Christos ein. Christos, möchtest du da noch zwei Sätze zu sagen, was das Ergebnis war? So. Sagst du was? Mache ich mal, bevor ich immer nach vorne komme. Ich hatte ja diese politische Lage aus meiner Sicht sehr positiv. Ein gutes Gefühl, was ich hatte. Und auch eine sehr, sehr angenehme Message, die wir haben. Also wir haben da ja auf jeden Fall was mitgenommen, was wir nehmen können. Dann hatte ich die Polgar-Runde. Ich mag jetzt nicht immer nach vorne und hinten. Die Polgar-Runde war auch sehr produktiv. Wir haben uns darüber unterhalten, wie wir miteinander kommunizieren. Wir haben die Bundesebene mit besprochen, wie wir den Informationen Austausch nehmen. Paar Punkte noch dazu, die wir, also es war auch ein sehr, sehr positiver Slot mit dem Paulgriff. Dafür danke ich euch alle im Übrigen, dass ihr alle da wart, und es war klasse. Alles klar, das war im Grunde dann auch der Bericht für die Polgriff-Runde schon mit, ne? Sehr gut, sehr gut. Dann machen wir vielleicht weiter mit den anderen Funktionen. Es gab auch eine 1V-Runde. Da würde ich jetzt kurz mal zu berichten. Wir haben uns da über die wichtigsten, aktuellsten, drückendsten Baustellen in den einzelnen Landesverbänden gesprochen. Das Ergebnis seht ihr irgendwie gegenüber auf dem Flipchart. Es gibt eine ganze Reihe, zum Teil unterschiedliche, zum Teil gemeinsame Baustellen, und es ist häufig die Pressearbeit und der Umgang mit der Landesgeschäftsstelle, wo wir jetzt versuchen wollen, wo man landesübergreifend was machen kann, zusammenzuarbeiten. Dann war ein wichtiger Punkt die Situation vor den Wahlen in Baden-Württemberg und Hamburg. Und insbesondere über Hamburg haben wir uns dann halt nochmal intensiv darüber ausgetauscht, wie wichtig das ist, dass wir tatsächlich in Hamburg ein gutes Ergebnis einfahren, reinkommen und das Zeichen setzen, dass die Piraten wieder da sind, weil dann zum einen Bremen hinterher profitiert und richtig Rückenwind hat für die Wahl, und wir dann auch wieder in die nächsten Wahlkämpfe, die in den Flächenländern nochmal ein bisschen schwieriger werden, da halt wieder irgendwie dann
dann präsent sind und in der Öffentlichkeit auf jeden Fall drin. Ja, das vielleicht soweit zur 1-2-Runde. Dann hatten wir die Gen 6, die zusammen saßen. Ist die Hermi oder ein anderer Gen 6, Marc? Die sitzen wahrscheinlich um die Ecke in dem Raum. Sind schon weg. Marc, ein Landesgensek von der Gensek-Runde berichten. Na, Leute, also. Gut. Dann die Gen 6 haben auch gesessen und geredet. Die waren in der Cafeteria. Ich habe es gesehen. dann hatten wir die Schatzmeister heute Morgen. Ein Gensek. Oh. Komm doch mal nach vorne, Junge. Ihr hattet doch eine Gensek-Runde. Ja, ihr wart in der Cafeteria. Kurz vor Mittagessen. Und dann. Nee, erzähl mal kurz, was habt ihr in der Gänsegrunde gemacht? Was waren so die Themen? Ja, was haben wir gemacht? Wir haben, wir haben kurz Dinge besprochen, wie wir inzwischen in Zukunft neue Mitglieder motivieren wollen, sich aktiv zu beteiligen. Und ja, mehr fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein. Und so Geschenke an neue Mitglieder verschicken, eventuell Willkommensbrief und solche Geschichten. Aber jetzt ist nichts wirklich wesentlich Gravierendes. Alles klar. Gut. Das waren die Gen 6. Dann waren wir bei den inhaltlichen Slots. Ich meine, das Erste, was da war die Diskussion um die Terminschiene und die Struktur von unseren Mumble-Konferenzen. Da gab es ein Ergebnis, dass wir gesagt haben, wir wollen ein zeitliches Raster haben, dass wir so die Abende unter der Woche in 30 Minuten einteilen, wenn wir da irgendwie Kalender und Veranstaltungen reinlegen. Und wir empfehlen allen AGs und allen Vorständen, sich also die Sitzung zu einer vollen Stunde anfangen zu lassen, damit man halt möglichst wenig Überschneidung hat. Und das ist so als Empfehlung aus der Runde rausgekommen. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, was aber noch wichtiger wäre als so eine zeitliche Einteilung, wären die Wochentage. Dass man möglichst sinnvolle Abfolgen findet, wer sich wann trifft, was in welcher Diskussionsrunde da besprochen wird und dass man wenig Redundanz hat und schnelle Prozesse.
Prozesse, wenn man aus einer Polgef-Runde zum Beispiel ein Thema bearbeiten möchte, dass man das schnell dann auch umsetzen kann und an den richtigen Stellen hat. Beziehungsweise wenn man Anträge an den BUFO vorbereiten möchte, dass man dann entsprechend das frühzeitig macht und kurz danach eine BUFO-Sitzung stattfinden könnte. Dann haben wir über das Marina-Mumble, das an jedem 15. des Monats stattfindet und wo alle Landesverbände sich letztendlich in einem ähnlichen Kreis virtuell dann nochmal treffen, gesprochen, in welcher Form die jetzt noch eine Funktion hat, was wir damit zukünftig machen. Wir sind aber leider nicht zu einem Ergebnis oder zu einem Vorschlag gekommen. Und jetzt wäre mein Vorschlag, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis, dass wir nochmal eine Arbeitsgruppe bilden, die sich für einen der nächsten Marina-Mumble-Termine zusammensetzt, um so einen Vorschlag zu machen, wie man das umbauen könnte. Weil Optimierungspotenzial, waren wir uns einig in der Runde, besteht da immens. Müssten wir angehen, müssten aber Leute in die Hand nehmen und sagen, wir bereiten da in den nächsten 4 Wochen mal was vor. Wer hätte denn da Lust zu? Ja, ich sehe da mehrere Finger. Das ist schon. Dann Geoffrey und Christoph, ihr hattet ja schon gesagt, irgendwie die Ansprechpartner, super. Astrid ist dabei. Ich würde mich da auch dran beteiligen. Und Astrid, würdest du die Ansprechfunktion? Übernehmen, das wäre toll. Gut. Ja, super. Gut. Also da haben wir auf jeden Fall 4 Leute, die sich da weiter drüber Gedanken machen. Und Ziel wäre dann jetzt nicht bis zum nächsten 15., sondern 15. Dezember dann Vorschlag zu haben. Und dann lohnt es sich richtig, auch zur Marina-Mumble zu kommen, dass dann alle Landesverbände da sind. Dann hatten wir, was hatten wir denn nachmittags? BIM, genau, das Piratenleben von BIM. Das wollen wir nicht wissen. Das unterliegt dem Datenschutz und der Privatsphäre, ja. Also das Piratenleben von BIM auf Marinas unterliegt dem Schutz des Persönlichkeitsrechts. Aber in dieser Runde haben wir gesprochen über etwas, was man zusammenfassen kann. Es hat sich ein Hashtag bereits auch verbreitet namens Hashtag Piratenleben. Der Anlass war die
Außenwirkung der Partei, dass man versucht, einen zentralen Begriff zu finden, nicht unbedingt einen Slogan, etwas, womit man sich identifizieren kann. Es wurde dann weiter fortentwickelt. Man könnte sagen, als Extrakt waren wir uns am Schluss einig, dass mit dieser Botschaft, so wie sie dann genau aussehen wird, das wird sich noch zeigen. Das ist ja nicht ein Stein gemeißelt, was wir gemacht haben, aber es sollen positive Gefühle transportiert werden. Wir haben auch besprochen, dass es mit negativen Gefühlen genauso geht, aber waren uns ebenfalls einig, dass das schlicht nicht dem Selbstverständnis der Piraten entspricht, dass wir deswegen ganz klar ein positives Gefühl transportieren wollen. Der Kernbegriff war das Wort Leben, was man dann in verschiedenen Variationen verwenden kann. Da habe ich ja dann auch gemeinsam mit euch einige Dinge entwickelt. Das wird sich dann sicherlich auch noch fortentwickeln. Für mich waren noch zwei weitere Aspekte recht wichtig. Das hat sich gestern sehr schön gezeigt. Da war halt ein Pirat, der eine Idee hatte. Und es hat sich im gemeinsamen Austausch in einer inhaltlichen Arbeit fortentwickelt und eben nicht nur inhaltlich, sondern auch emotional. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir in den letzten Jahren relativ stark außer Acht gelassen haben. Wenn man für eine Idee einstehen will, dann muss man auch gemeinsam nach innen das Gefühl haben, dass man für diese Idee einsteht. Und wenn man das nicht tut, dann zerredet und zerstört man sich auch nur selber. Das hat gestern ganz hervorragend funktioniert und ich würde mich sehr freuen, wenn es in diese Richtung weitergeht. Eine weitere Erkenntnis, vielleicht auch nur am Rande, auch die ist gestern aufgekommen. Wir Piraten haben teilweise die Schwäche, etwas zu sehr stark durchstrukturiert zu diskutieren. Und gestern kam sehr zu Recht der Einwand, und das wurde dann ja auch Konsens, dass bestimmte Dinge nicht sofort bis zum Ende ausdiskutiert werden müssen. Sondern man kann Dinge auch einfach mal stehen lassen und man kann sie sich setzen lassen und dann kann daraus etwas Schönes wachsen. Und in dem Sinne hoffe ich, dass dieser Impuls dann auch uns insgesamt weiterbringt. Ja, dann war zur Landtagswahl in Baden-Württemberg zur Vorbereitung der Sebastian. Ja, noch nicht zur Landtagswahl, sondern zum Antritt zur Landtagswahl. Wir haben schon mal aufgerufen, dass wir im Frühjahr nächstes Jahr anfangen müssen, ungefähr 11.000 Unterschriften zu sammeln. Die müssen in diesen 70 Wahlkreisen direkt vor Ort gesammelt werden und da brauchen wir unbedingt Unterstützung und darauf wollten wir einfach mal schon
mal aufmerksam machen. Das war eigentlich der Inhalt. Genau, dann ging es mit Wahlkampf weiter. Der Ralf und hatte beim Kungler eine großartige Vorlage. Ralf, komm ruhig. So, Wahlkampf. Ja, es gab ja die schönen Folien vom Kungler, wo er relativ viele Erfahrungen aus den vergangenen Wahlkämpfen zusammengetragen hatte. Und das haben wir halt als Grundlage genommen, nochmal so über ein paar Basics zu sprechen und vielleicht die ein oder andere Anregung und vor allen Dingen auch Erfahrung auszutauschen. Gut, dann waren die Hamburger dran und der Thomas Michel hat von den Wahlkampfvorbereitungen da ganz konkret berichtet und den Kandidaten sind die Hamburger, die saßen gerade eben draußen. Seid ihr da? Möchte das jemand, sonst warten wir noch mal einen Moment, ob die noch mal reinkommen. Sonst lasse sitzen und wir machen das noch später. Wir hatten nämlich noch andere Sachen. Wir hatten zum Beispiel das Begrifferaten mit Niki. Ja, beim Begrifferaten, das ging ja nicht um Raten, sondern darum, wie man bestimmte Begriffe, die wir ständig in Diskussionen verwenden, wie die jeder für sich definiert, um da mal so eine gemeinsame Bedeutungswolke, ich nenne es mal so, rauszukriegen. Ich habe mir überlegt, das ist ganz schön mühselig, das jedes Mal auf Veranstaltungen zu machen. Und deswegen werde ich da jetzt irgendwas mit dem Lime-Survey machen und da bei Gelegenheit auf den Bund zukommen. Du machst den Job. Okay. Niki, willst du gleich da bleiben und über den Feuermelder noch mal kurz? Okay, der Feuermelder ist in Bayern unser Shitstorm-Präventionstool. Ich habe darüber referiert. Wer sich über das und noch weitere Tools, die wir uns selber gebaut haben und Organisationssachen interessiert, kann mal Vorstand Piratenpartei-Bayern.de aufrufen im Browser und dann mal nachschauen. Jawohl. Dann heute Vormittag auch zur Kommunalpolitik ohne Mandat und in Ostfriesland der Michael. Ja, ich habe kurz über meine Region berichtet. Mir war es ein Anliegen, auch noch mal kurz zu erläutern, wo wir eigentlich sind in Deutschland. Die meisten wissen das jetzt. Und
Und es war schon ganz spannend zu sehen, wie sich bei uns sehr schnell Strukturen entwickelt haben. Stammtische im Zuge der Nach-Berlin-Zeit, wie wir dann aber auch durch die verschiedenen Wahlen gegangen sind, auch durch die anschließende Demotivationsphase, wo wir heute sind mit sehr effizienten Strukturen sozusagen. Das heißt, relativ wenige Leute, die aber, obwohl wir auch kein Mandat haben in unserer Region, dennoch es schaffen, mit Hilfe der Partner, BIs, NGOs, tatsächlich wahrgenommen zu werden, regelmäßig wahrgenommen zu werden. Wir haben eine durchweg positive Presse, wir haben interessierte Journalisten, mit denen wir auch Kontakt haben. Das heißt, auch Regionen, wo es kein Mandat gibt, wo nur noch wenige sind, wir können wirklich auf uns aufmerksam machen, positiv. Und das wollte ich einmal anhand der Beispielregion Ostfriesland einfach nur kurz zur Motivation darlegen. Im Anschluss daran habe ich dann noch vorgestellt eine Idee, dass wir doch regelmäßig zusammenarbeiten, bundesweit, zum Beispiel einmal im Quartal an einem bestimmten Thema arbeiten, das durch eine entsprechende kompetente Gruppe vorbereitet wird, allen Stammtischen thematisch zur Verfügung gestellt wird, sodass der Aufwand vor Ort relativ gering ist. Mit dem Hintergrund, dass wir bei den Bürgern dann doch wahrgenommen werden als eine Partei, die eben nicht nur zu Wahlkämpfen auftritt und sich an die Bürger wendet, sondern auch dazwischen regelmäßig Themen, Informationen anbietet und natürlich auch mit der Hoffnung, dass das auch in den Medien dann nach einer gewissen Zeit positiv aufgegriffen wird. Ja, dann die Schatzmeister heute Morgen. Wollt ihr eure Kernbotschaft auch noch mal mitteilen? Ich denke, die Kernbotschaft ist noch kurz und bündig gewesen. Wir haben kein Geld. Es ist noch nicht zu spät. Wir brauchen aber Geld dringend, weil sonst ist es 2016 vorbei. Was haben wir noch? Wir hatten die politischen AGs und wie da der aktuelle Status ist, Bastian. Ja, immerhin 11 haben sich zusammengefunden zu diesem brandheißen Thema. Wir haben darüber diskutiert, wie das alles entstanden ist mit diesen AGs, welchen Verlauf die seit 2008 genommen haben.
und das erkannt, dass es doch nach wie vor eine notwendige Struktur ist, wenn sie auch gar nicht strukturiert ist, weil die AGs ja wie freie radikale arbeiten, aber nicht so ganz so radikal, sondern eigentlich ganz zielbringend. Jedenfalls habe ich mal das zusammengefasst mit ungefähr 23 sehr aktiven AGs. 40 sind aktiv im politischen Bereich. Dann gibt es noch welche, die noch andere Dinge tun. Aber wir vernetzen uns übrigens sehr gerne über diese sogenannte Koordinatorenkonferenz. Fast 14-tägig, immer freitags. Wer da reinhören will und gucken will, was dann so interdisziplinär gearbeitet wird, kann das gerne tun. Ja, und jetzt fällt mir tatsächlich nur noch Hamburg ein. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch jemanden vergessen habe. Boris, willst du nochmal zu Hamburg sonst? Ja, genau. Also einer aus Hamburg muss ja, die anderen Hamburger sitzen gerade draußen und arbeiten. Ja, wir brauchen Unterstützung. Das haben wir ja schon dargelegt und wir hoffen, oder wir sind uns ziemlich sicher, dass wir sehr viel Unterstützung bekommen. Jetzt ja unsere Vorstände arbeiten draußen, und dann denke ich mal, wird das auch mit dieser ganzen strukturellen Geschichte, wo muss man sich helfen mit Unterstützung, wo steht was im Wiki, wie läuft das Ganze demnächst, also nächste, übernächste Woche dann auch online stehen wird. Ansonsten immer info@piratenpartei-hamburg.de. Wir freuen euch auf, wir freuen uns auf euch. Gut, dann sind wir mit den Slots durch. Jetzt würden wir in so eine Feedback-Runde gehen, dass jeder, der mag, noch mal so ein, zwei Sätze sagen kann. Ja? Also, wir bitten, dass so weit Folien oder ähnliches Vorträge da sind. Wir haben ja einen Stream, aber nicht alles ist aufgezeichnet, zu schicken. Ihr könnt da gerne an mich schicken. bastian@pirat.de. Also relativ einfach zu merken oder twittern, wo der Link ist, weil wir das aggregieren wollen und dann auch auf die Berichtsseite von der Marina Kassel 14.2 stellen wollen. Das hilft vielen, die dann auch noch mal nachgucken wollen. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, starten wir in die Feedback-Runde. Sekor, du hast gerade ein Mikro. Genau. Ich habe mir das Mikro schon geschnitten. Also gerne auch
mit hinweisen, was wir für die nächste Marina uns so ausdenken können und verbessern können und sowas. Ich schreibe das dann auf dem Flip ein bisschen mit. Ja. Organisatorisch, was ich gehört habe jetzt so durch den Raum schwebend, war das wohl hier und da mal ein bisschen Irritation war, weil die einzelnen Slots dann doch relativ spät bekannt gegeben worden sind. Ja, und weil viel umgestellt worden ist. Ne? Ja, und ansonsten wollte ich mal richtig Freude und Lob loswerden. Erstens, die Orga ist sehr okay gewesen, fand ich jetzt. Ich bin dafür, dass wir uns das nächste Mal treffen, wenn es im Holzwurm, wenn es entweder wärmer ist oder ne? Irgendwie, ja, mehr Plätze für Raucher am Hof. Ja, und dann wollte ich insgesamt so an alle noch so ein Stück Lob loswerden. Die Stimmung hier fand ich ungeheuer klasse. Es war sehr viel. Ja, dieses wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen nach vorne kommen und auch wirklich ein fröhliches und auch ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten und miteinander sprechen. Das finde ich sehr wichtig. Das möchte ich ehrlich gesagt auch nach draußen an die Empfangsgeräte transportieren. Das hätte ich eigentlich ganz gerne wesentlich mehr innerhalb dieser Partei, dass man sich vielleicht mal gegenseitig das Vertrauen entgegenbringt, dass man jetzt nicht gerade sich gegenseitig was Böses will, sondern einfach nur mal miteinander sprechen und was wissen. Das fände ich doch mal so als Transport nach außen ganz gut. Ja, ansonsten vielen Dank. Ich fand's toll. Ich habe mich irrsinnig wohl gefühlt. Johannes, ich hab's jetzt einfach mal. Der Weg, das
Mikros war jetzt kurz, deswegen habe ich mir das eben genommen. Ich fand es anstrengend, weil wir, glaube ich, sehr viel geschafft haben. Es ist schön, dass ich müde bin. Und vor kurzem habe ich bei netzwelt.de, war das, glaube ich, einen Kommentar gelesen eines Journalisten, der unseren Weg der letzten Jahre kurz, glaube ich, ganz realistisch zusammengefasst hat und zum Schluss gekommen ist, was uns jetzt eigentlich bleibt, ist, dass wir einfach weitermachen. Klar, das hatten wir auch vor. Ich glaube aber, dass wir auch nach diesem Wochenende noch motivierter weitermachen. Wir machen weiter und wir werden den Erfolg haben. Mal schauen, wann er kommt. Ich hoffe, möglichst bald. Wir haben einige wichtige Dinge angesprochen, wenn man mich fragt. Das Wesentliche wird jetzt aber sein, was ab morgen passiert. Dass wir die Ergebnisse in die Breite getragen bekommen, dass wir das tatsächlich auch an die Piratentreffen und Stammtische bekommen und dass wir uns bewusst machen, dass wir das wirklich in einer sehr groß angelegten Aktion schaffen müssen. Und das ist nicht genügend, wenn wir jetzt allein die Ergebnisse haben. Aber ansonsten fand ich es sehr toll, dass viele der wesentlichen Probleme ausgesprochen, angesprochen und mögliche Lösungen besprochen wurden. Ja. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich es wichtig finde, während wir halt alle sitzen, dass in der Außenwelt Leute sich heute am heutigen Tag einsetzen, um demokratisch auf die Straße zu gehen, um an den heutigen Tag aus Geschichtsgründen zu erinnern und zu mahnen. Und ich möchte allen danken, die hier nicht dabei sein konnten, weil sie dort sind und aktiv was machen. Also ich möchte, dass wir nicht vergessen haben, dass es euch auch gibt. Nur als kleiner Hinweis. Ja. Und ja, danke. Ja, ich möchte erstmal Danke sagen an den Organisatoren, allen, die hier waren, weil das Spannende war, dass alles das, was ich nenne es mal so Klausur war, sprich miteinander reden über Dinge, auch wenn man verschiedene Positionen hat, glaube ich, immer ganz gut geklappt. Man war sehr offen im Austausch.
was ich mich natürlich immer sehr darüber freue. Die Qualität der Vorträge hatte eine gewisse Schwankungsbreite, was die Vorbereitung anbelangt. Da möchte ich nochmal ganz herzlichen Dank sagen an Hamburg, hat mir sehr gut gefallen, sehr professionell, sehr gute Slides und auch konzeptionell sehr durchdrungen. In anderen Bereichen hätte ich mir ein bisschen einfach mal ein Proposal, also ein Vorschlag als Diskussionsgrundlage gewünscht, wo man dann von losgeht. Ja, aber insgesamt hat sich für mich es schon deshalb gelohnt, weil ich heute Morgen gelernt habe, dass wir in unser Formular nur reinschreiben müssen, warum geht es nicht, dass du es machst. Und das wird uns sehr helfen als Vorstand. Ja, ich fand es furchtbar. Ja, hallo. Ich meine, im Piratenleben geht es noch. Wir hatten Piraten streiten als Marke. Jetzt haben wir unsere schönen Vorurteile. Was machen wir jetzt damit? Ihr habt es allen Ernstes fertiggebracht, den bösen bayerischen weiblichen Landesvorstand in Betten mit Berlinern zu stecken. Wir haben uns da ein Vierbettzimmer geviertelt. Dann kommt dann jetzt noch Berlin daher und lobt uns wegen einem Formular, also was soll das enden? Nein, ich habe mich sehr wohl gefühlt, danke euch und hoffe auf das Nächste. Leben, ja? Ja, genau, Leben. Ist auch wieder ein Thema. Ich möchte einen ganz kurzen Blick in die Vergangenheit werfen, und zwar einen positiven. Ich mache es auch nur ganz kurz versprochen, aber ihr werdet sehen, worum es geht. Als das Frankfurter Kollegium gegründet wurde, war es Johannes Ponader damals noch als politischer Geschäftsführer, der das gemacht hat, was das einzig Wahre ist. Er hat nämlich gesagt, macht einfach mal. Das ist die Art und Weise, wie man umgeht mit Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind. Ich möchte nicht die Vergangenheit aufwärmen und auch nicht weiter nachdenken. Ich möchte in die Zukunft blicken. Wir haben ein Wochenende hier auf der Marina Kassel gehabt mit unterschiedlichen Standpunkten. Ich habe auch sehr viele, teilweise sehr kontroverse Gespräche geführt. Aber wir hatten immer den Konsens, dass wir zu einem Ergebnis kommen wollen, und wir wollten einfach zu einem Konsens kommen. Und gerade auch vor den Erfahrungen der Vergangenheit, wo das gerade von mir geschilderte Beispiel eher die Ausnahme war, möchte ich schon festhalten, dass der Umgang mit Menschen, die sich diesem Konsens nicht unterwerfen,
Werfen für uns neu definiert werden muss und dass auch in diesem Zusammenhang eine Klarstellung, dass man mit manchen Leuten dann einfach nicht mehr kommunizieren kann, nicht unpiratig ist. Ich wollte mich noch mal bedanken beim zum Thema AG-Arbeit. Für mich ist dort ein klares Statement rausgekommen. Wir müssen Schnittstellenverluste zwischen den AGs und der politischen Außendarstellung versuchen zu minimieren. Das ist die Aufgabe von uns allen Vorständen. Danke. Also ich würde denjenigen, denen zu danken ist, oder der Liste derjenigen gerne noch einen hinzufügen. Wir sind ja jetzt zum sechsten Mal, wenn ich richtig gezählt habe, hier in Kassel. Nach der ersten Marina hatte ich schon gedacht, das wird die erste Jugendherberge, die uns als Organisation nicht wieder aufnehmen wird. Ich finde auch die Toleranz, die Offenheit, die Freundlichkeit, die uns hier entgegengebracht wird, ob das also morgens um 5 oder nachts um 3 ist, ob das an der Rezeption ist, ob das bei der Essensausgabe ist oder wenn jemand irgendwo beim Auschecken vergessen hat, sein Bett abzuziehen. So, jeder, insbesondere von denen, die noch nicht hier waren, die das aber mitkriegen, die einen Veranstaltungsort suchen, die irgendwas in Kassel oder in der Umgebung, Niedersachsen, Hessen, es ist nicht schlecht gelegen. Das ist ja absolut empfehlenswert. Das Team der Jugendherberge hier ist klasse. Ich glaube, wir sind hier auch wohl gelitten und man kann sich hier sehr wohlfühlen. Und ich denke, das sollten eigentlich so viele Leute wie möglich mitkriegen. Deswegen wollte ich das auch hier nochmal im Stream ausgesprochen wissen. Ich weiß nicht, wie viel der Marina ist, die ich dabei bin. Für mich persönlich war es eine der besten. Es war eigentlich die beste Marina, ohne dass ich jetzt andere schmälern möchte. Ich habe so einen persönlichen Index bei Veranstaltungen nicht beraten, sondern allgemein, das ist mein sogenannter Zigarettenindex. Vor der Tür habe ich kaum Leute gestern gesehen, die geraucht haben. Bei anderen Veranstaltungen war es immer so, da siehst du ganz, ganz viele Leute draußen. Und hier wurde wirklich gearbeitet, zukunftsorientiert. Das fand ich auch gut. Es wurde nicht der Vergangenheit wegen irgendwelche Tweets diskutiert oder sonst was für ein Blödsinn, sondern es wurde zukunftsorientiert
gearbeitet. Es wurde sogar fokussiert gearbeitet. Und ich bin glücklich. Also es macht Spaß. Wir leben. Klar, es ist geil. Danke. Oh. Bitte sehr. Er schließt ab, ich sage was für die Orga, und es hat so Spaß gemacht, ein bisschen viel Mühe, hat es auch gemacht, fast eine Tonne Material haben wir hier angeschleppt, auch wenn man es nicht so sieht. Das haben wir gerne gemacht und hoffe, dass dann auch das Konzept hier, das ein bisschen stringenter zu fassen, aufgegangen ist. Die Stimmung hat ja funktioniert. Und wo ist die Maya? Ja, die ist nämlich gar nicht. Ah. Schönen Dank auch an dich. Du bist auch nicht erwähnt. Und schönen Dank an den Herrn ersten Vorsitzenden des Landesverbandes Hessen. Und ich übergebe mich jetzt an den Sigor. Und wen wir auch noch auf jeden Fall einbeziehen müssen in den Dank, ist der Michael Ebner, der nämlich für das Streaming hier die ganze Zeit gesorgt hat. Und an genau und an Johannes und an Christiane und an alle, die da noch geholfen haben, damit ihr auch immer richtig im Bilde waren. Das ist super. Einer von uns beiden pfeift, ich bin es nicht. Ja, ich habe noch einen kurzen Vortrag vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt noch eine Stunde Zeit. Ich finde es absolut klasse zu sehen, dass es in dieser Partei nach wie vor lässig 100 Mitglieder von Vorständen aus dem ganzen Bundesgebiet gibt, die willens und in der Lage sind, sich ein ganzes Wochenende irgendwo hinzusetzen, um darüber zu diskutieren und zu reden, wie es weitergeht, wo die Schwierigkeiten liegen und welche Möglichkeiten wir haben, es in Zukunft besser zu machen. Das zeigt mir, dass diese Partei noch lange nicht tot ist. Ganz im Gegenteil, wir haben hier gesehen, dass in dieser Partei nach wie vor eine ganze Menge Leben und Willen
zum Leben ist. Piratenleben ist der neue Slogan, habe ich gehört. Das finde ich klasse, das motiviert mich, das beruhigt mich. Ich habe dieses Wochenende vor allen Dingen eins gesehen. Ich bin mit meinem Kampf für diese Partei nicht alleine. Wir werden gemeinsam für diesen Erfolg der Piratenpartei kämpfen. Ich möchte mich explizit bei den Teilnehmern bedanken, weil alle anderen haben ihren Dank jetzt schon abbekommen. Ich möchte mich bei euch bedanken dafür, dass ihr euch ein ganzes Wochenende Zeit genommen habt, hier in einer Jugendherberge verbracht habt, die bei allem Respekt unglaublich unbequeme Stühle hat. Ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Mühen auf euch genommen habt, weil ihr an diese Partei glaubt. Und das ist etwas, was ich unglaublich positiv empfinde. Und mit diesem Gefühl möchte ich die Marina 2014.2 schließen und freue mich jetzt schon auf die nächste. Danke.